In diesem Video zeige ich Ihnen das If-Then-Else. Das haben wir gemerkt schon im ersten Semester. Wir benutzen es ziemlich oft. Das ist eine praktische Sache. Deswegen werden wir es hier auch relativ früh einführen. Es funktioniert eigentlich relativ einfach. Das Einzige, was Sie sich noch merken können oder eben nochmal in Erinnerung rufen sollten, ist eben diese Einrückung. Ich schreibe es Ihnen erstmal und dann erklären wir uns auf dem Weg. Ich könnte zum Beispiel fragen, nehmen wir doch mal eine Variable, die heißt Zeit. Zeit ist gleich und dann werde ich sagen vormittags. If Zeit ist gleich vormittags, dann kommt so ein Doppelpunkt. Alles andere war eigentlich bekannt. Das Schöne ist im Moment natürlich, dass man diese Zeit mit gleich mit einem String einfach so vergleichen kann. Jetzt kommt das Wichtige, eben dieser Doppelpunkt. Und wenn man jetzt Enter drückt, dann sieht man, der Editor hat sofort diese Einrückung gemacht. Nicht löschen, das ist ganz wichtig. Sonst müssen wir es wieder mit Tab wieder dahin tun. Sonst versteht er nicht, dass eben das unter der If-Anweisung funktioniert. Was mache ich dann? Dann werde ich sagen, guten Morgen. Sonst else müssen wir natürlich händisch, müssen wir else dann zurückrücken, damit er weiß, dass okay, das mit dem if ist ja zu Ende. Und sonst werde ich sagen, print guten Tag. So, damit ist das ganze If-Else auch erledigt. Und man sieht auch, der Editor ist jetzt auch glücklich. Davor hat er immer wieder ein bisschen Panik gemacht, so von wegen, da fehlt noch ein bisschen was. Aber jetzt sind wir soweit. Und wenn wir es jetzt ausführen, Zeit ist ja vormittags. Das heißt, er wird sagen, guten Morgen. Ich kann es jetzt auch ausprobieren und sagen, der soll jetzt Nachmittag sagen. Wenn ich es jetzt ausprobiere, ist es ein guten Tag. Auch sehr praktisch ist, man kann auch die sogenannten verschachtelten if-then-else in Python ganz einfach bilden, indem man Folgendes macht, else if. Elif steht für else if und man sozusagen auf diese Art und Weise kann man sich das verschachteln. Und hier könnte ich natürlich sagen, else if, muss ich natürlich auch sagen, was? If Zeit ist gleich abends, dann möchte ich print guten Abend sagen, String zu und sonst eben einen guten Tag. Im Moment wird er mir immer noch guten Tag sagen. Ich kann es jetzt auch ausprobieren, vielleicht mit abends, dann sagt er guten Abend und vormittags funktioniert hoffentlich auch immer noch, ist alles prima. Auf diese Art und Weise kann man sich da so alles verschachteln. Was ist auch noch wichtig hier? Eben, dass es bei den Anweisungen, bei den boolischen Ausdrücken, die wir in C hatten, da hatten wir diese komischen Zeichen, denn das Add-Zeichen, wir hatten die Striche für oder und so weiter. Hier kann man das ganz normal und ganz plausibel ersetzen mit AND, OR, NOT und so weiter. Ich könnte mir eine zweite Variable, machen wir nochmal was anderes. Was könnten wir jetzt machen? Wir könnten den Namen nehmen und sagen Anna. Und dann könnte ich fragen, if Zeit ist nicht gleich, funktioniert genau wie bei C, Zeit ist nicht gleich vormittags, and name ist gleich Anna. Dann möchte ich print, was machen wir draus? Machen wir Hallo Anna. Ist jetzt nicht besonders sinnvoll, aber darum geht es uns auch heute gar nicht. Wenn ich das jetzt ausführe, dann sieht man, okay, die Zeit ist eben vormittags, deswegen hat es nicht geklappt. Aber wenn ich das jetzt zu abends mache, dann wird er tatsächlich sagen, guten Abend und dann auch Hallo Anna. And, man kann auch natürlich auch ein OR draus machen.
funktioniert genauso gut. Und dieses Not ist eben auch immer da. Man kann auch vor den kompletten Klammern auch ein Not draus machen. Das wird es invertieren. Das ist das, was wir die Tilde davor hatten, NC. Das invertiert jetzt den kompletten Ausdruck. Funktionierte, sagt er aber noch Hallo Anna, weil es eben Ohr war und hier ist es vormittags. Aber wenn wir das hier zu einem Vormittags machen, dann sollte er aufhören, das zu sagen. Genau. Wir können es auch, damit es ein bisschen klarer wird, sagen else. Den Doppelpunkt niemals vergessen, sonst versteht er nicht, dass da irgendwie gleich was folgt. Und sonst kann ich sagen, moin, Anna. So, morgen sagt man vielleicht moin, obwohl man in Bremen ja moin eigentlich zu jeder Tageszeit auch sagt. Trotzdem probieren wir es mal so. Jetzt sagt er eben moin, Anna. Und damit haben wir eigentlich eine der wichtigsten Werkzeuge beim Programmieren wieder kennengelernt, auch in Python. If then else mit diesem kleinen elif, also else if, da kann man sich die Sachen verschachteln. Eine Switch-Anweisung gibt es in Python übrigens nicht. Dafür sind diese verschachtelten ifs. Und man hat die logischen Ausdrücke und oder not. Man hat nicht mehr diese Spezialzeichen wie im C, sondern man hat die ganz normalen, logischen, ich würde jetzt sagen, menschenleserliche Worte eben or, and und not. Dankeschön.